Ich zeige euch heute, wie ihr Musik einsetzt für richtig gute Videos. Hey, ich bin Malte und willkommen auf meinem Kanal. Hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Also abonniert doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu diesen Themen zu verpassen. Musik ist extrem wichtig für eure Videos und nicht nur einfach als Hintergrundmusik, sondern je nachdem, was für eine Art von Videos ihr macht, kann es in verschiedenen Bereichen richtig wichtig sein, die Musik richtig gut einzusetzen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal zeigen, in welchen Bereichen es wichtig ist und ein paar Beispiele geben. Fangen wir doch einfach direkt vor einem Video an. Viele Leute haben ein Intro und je nachdem, was für eine Art von Kanal ihr macht, kann eben das Intro unterschiedlich aussehen, generell vom Look. Und auch die Musik kann einen sehr großen Unterschied machen, wie jetzt so der Kanal aufgenommen wird. Wenn ihr jetzt lustige Musik habt, dann kann es eben Comedy-Kanäle unterstützen. Wenn ihr so ein bisschen mehr so elektronisch, techy-Kram habt, dann kann es eben besser zu einem Tech-Kanal passen. Von daher ist es eben auch wichtig, dass ihr die Musik für euer Intro richtig auswählt. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie mein Intro mit unterschiedlichen Musiken klingen würde. Wo Musik noch extrem wichtig ist, ist für den Hintergrund. Denn wenn ihr jetzt einfach vor euch hinredet und weil Video halt einfach viel Sprache hat, so wie das bei meinen Videos eben oft ist, dann ist es auch wichtig, eine Hintergrundmusik zu haben. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, Hintergrundmusik muss nicht sein, einige YouTuber benutzen auch gar keine. Ich finde es immer ein bisschen besser, weil es auch so ein bisschen ja zur Stimmung eben passt oder generell das Video einfach auch ein bisschen noch mehr trägt, als wenn man nur die ganze Zeit redet. Ich versuche meine Hintergrundmusik immer relativ leise zu benutzen, dass sie wirklich im Hintergrund ist und relativ unauffällig ist. Was Musik noch machen kann, ist eine bestimmte Stimmung zu unterstreichen. Denn habt ihr jetzt ein trauriges Video, dann kann traurige Musik sehr, sehr gut dazu passen. Oder habt ihr ein lustiges Video, dann eben lustige Musik dazu. Und das ist auch mal wichtig, so klar, lustige Musik kann man vielleicht relativ schnell rausfinden oder halt einfach sagen, okay, das ist jetzt lustige Musik, das passt zum lustigen Video. Aber dann gibt es auch einfach bestimmte Emotionen, die vielleicht schwer irgendwie zu umschreiben sind, sowas wie hoffnungsvoll oder so ein bisschen traurig, aber positive Energie in Richtung alles wird gut oder so. Das ist halt so ein bisschen schwer irgendwie dann festzumachen und da geht es dann immer darum, so die richtige Musik für die richtige Art von Video eben zu finden. Denn wenn ihr jetzt irgendwie ein trauriges Video macht, aber die Musik dann irgendwie nicht so passt, dann kann das sehr schnell albern wirken. Was noch sehr wichtig ist, ist die Kunst, in Anführungszeichen, auf den Beat zu schneiden. Denn für die Hintergrundmusik ist es relativ egal, ob ihr jetzt zum Beispiel einen Schnitt macht, wenn so ein Schlag irgendwie in der Musik kommt oder so ein Bumm eben. Das ist relativ egal, weil es ist im Hintergrund. Wenn ihr jetzt aber die Musik in den Vordergrund stellt, also für ein ganz einfaches Beispiel, so ein Musikvideo, da sollte dann der Schnitt immer auf so einen Bumm kommen oder so einen Schlag oder Drum-Sound oder was auch immer. Oder wenn ihr eben Vlogs macht und dann erzählt ihr halt so ein bisschen, wir sind gerade hier und dann kommen so Einstellungen davon, wie ihr dann einfach den Ort zeigt, wo ihr gerade seid mit ein paar schönen Einstellungen. Da solltet ihr auch auf jeden Fall auf den Beat schneiden und dann auch auf jeden Fall auf so eine Stelle, die halt, wo das Lied voll abgeht. Also oft ist es dann irgendwie der Chorus oder sowas. Und relativ einfach auf den Beat schneiden könnt ihr, indem ihr euch mal die Waveform anguckt. Also das ist eben dieser Ausschlag unten. Da könnt ihr dann einfach sehen, wo sozusagen so ein Schlag kommt. Da kann man immer ganz gut schneiden. Und dann geht es halt einfach darum, so ein Song besteht ja aus mehreren Takten. Und oft hat Musik eben einen Viervierteltakt. Das heißt, ihr schaut euch den Song an oder lasst ihn laufen und dann zählt ihr immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und auf diesem 1, 2, 3, 4 könnt ihr dann eben schneiden. Aber ihr könnt natürlich auch dazwischen. Da ist es nur aber wichtig, dass es dann eben ein Geräusch oder ein Instrument oder dass es halt trotzdem passt. Denn wenn ihr einfach irgendwo schneidet, dann klingt das halt relativ unprofessionell oder sieht auch unprofessionell aus. Denn das ist so eine Sache, die ist man extrem gewohnt, kennt das einfach aus 1000 Videos und wenn man es dann eben selber bei seinen eigenen Videos nicht macht, dann fällt schnell auf, irgendwas passt da nicht so richtig. Deswegen lernt so mitzuzählen und lernt auch dann auf den Beat zu schneiden. Schaut euch da die Waveform an, ihr könnt ja auch immer mit den Pfeiltasten so hin und her und hört dann mal bumm, bumm, dann kommt so das Bumm und dann macht ihr den Schnitt genau dahin. Und das ist halt relativ easy. Okay, das waren auch soweit schon meine Tipps. Wenn ihr jetzt Musik sucht, dann habe ich eine sehr gute Empfehlung für euch, denn es geht um die Seite Epidemic Sound. Wenn ihr euch über den Link von mir anmeldet, den ich euch unten in die Beschreibung gepackt habe,
dann könnt ihr Epidemic Sound 30 Tage lang kostenlos testen. Und dieses 30 Tage kostenlos testen bedeutet, ihr könnt in diesen 30 Tagen eben Musik runterladen für eure Videos und in diesen 30 Tagen dann eben Videos mit der Musik von Epidemic Sound hochladen. Wenn ihr jetzt das Abo nicht verlängern wollt, dann dürft ihr nicht weitere Musik hochladen, aber ihr müsst auch eure alten Videos mit der Musik eben nicht löschen. Wenn ihr jetzt noch weitere Informationen zu Epidemic Sound haben wollt, ich habe dazu eine Review gemacht, dann klickt mal auf das Video, was ich euch oben verlinkt habe. Und wenn ihr noch weitere Tipps habt, wie man Musik für Videos gut einsetzen kann, dann schreibt sie doch gerne mal unten in die Kommentare. Und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal, dann abonniert diesen doch gerne, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video.